Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute muss ich ein paar Folgen vorproduzieren, denn Folge 900 steht bald an. Und deswegen werden wir heute mal ein bisschen länger zocken. Und ich muss zugeben, eine kleine Sache. Beim letzten Mal habe ich ja hier diese Stäbe verkackt, ne? Und ich gebe zu, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die schönste Lösung, aber ich bin ganz ehrlich. Wäre ich jetzt im privaten Game, würde ich sagen, tja, Pech gehabt, Raul. Hast du verkackt. Aber da das hier ein LP ist und ich habe das mal hochgerechnet, wie viel Eiter wir verschwendet haben bei dieser verpeilten Aktion. Wir haben, ich glaube, es waren 48 Eiter, die verschwendet sind. Das sind 48 Harz. Die sind geschenkt, aber 48 Weichgewebe, das ist fast ein Schädel. Oder zwei Drittel Schädel. Ne? Viel zu verschwendet. Es tut mir leid. Es kann nicht sein, dass wir hier Ewigkeiten brauchen, um die Ressource zu finden. Und dann verkacke ich es für einen kurzen Moment in einem Moment der Verpeiltheit. Und diese ganzen Ressourcen sind weg. Ich habe es deswegen so gemacht. Ich habe die Stäbe nochmal alle genommen. Ich habe sie zerstört. Nein, nicht im Dingens. Wir haben keine Ressourcen dafür gekriegt. Und ich habe das Eiter wieder zurückgeholt. Nur das Eiter. Die anderen Ressourcen, sorry, da habe ich jetzt verkackt. Aber das Eiter ist so wertvoll. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber das waren drei Stäbe, die jeweils, ich kann da nochmal gucken, die haben jeweils 16 gekostet, ne? Und 3x16, das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich werde das auch nie wieder tun und werde ab jetzt aufpassen, hoffentlich. Aber das war mir auf jeden Fall ein Anliegen, weil das hat mich so geärgert, ne? Und ich glaube, euch auch. Und deswegen machen wir das jetzt so. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Da will ich gar nicht lang schnacken. Wir brauchen das, wir brauchen die hier. Und diesmal aufpassen. Paul, aufpassen. So, und dann mache ich mal so. Und ich glaube, das war's, ne? Und dann werten wir nur unsere Stäbe auf. Und ich kann auch mal gucken, ob wir vielleicht dann sogar schon unsere Robe ein wenig aufrüsten können. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es wird nur ein bisschen die Rüstung erhöht. Ja, ich glaube, ich würde es trotzdem machen. So, herstellen, ne? Nein, Spaß. Aufwerten natürlich, so. Zack. Und den aufwerten. Da, ne? Und dann 24 plus 24, das sind genau die Ressourcen, die wir verschwendet haben. Ne? Oh Mann. Also Stab des Eises auch nochmal aufwerten. Komm, let's go. Zack. Und dann haben wir die Ressourcen weg. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich denke aber schon. Ich wüsste nicht, warum nicht. So, dann Feuer rein. Sehr gut. Und wir haben jetzt unsere Stäbe auf Max. So hoch wie es geht. Wir könnten gucken, was bräuchten wir denn für die Robe. Ich kann mal gucken, ob die vielleicht. Ist es ja gar nicht so teuer. Er hat doch 10 Eiter. 10 und auch 10 und 4 Barren. Hm. Ich hole mal das Eiter von unten. Das müssten ja 30 sein. Dann könnten wir die ja theoretisch tatsächlich komplett aufwerten. Es sind. Ah, ne, es sind immer 20, ne? Stimmt. Hm, ich glaube, wir hatten noch welche in der Kiste. Weil dann machen wir das auch eben fix. Ich baller mir hier einen Salat rein und wir holen aus der Stoffkiste das hier und aus der Magiekiste den hier. Ja, es, wir haben 5 über. Naja, gut, okay. Aber wir machen das mal aufwerten. Ach ja, ich brauche noch 4 von den Barren. Die hole ich auch eben. So viel Zeit muss sein. Plus die, ne? Was machst du im Keller, sag mal? 4. So. Och, come on, jetzt trage ich zu viel. Verdammt. Diese Barren, ne? 4 Barren wiegen 12. Ja, moin. Gut, dann schleppen wir uns eben hoch. Oder soll ich das hier kurz hinschmeißen? Ich kann ja auch nur die Hälfte hier hinschmeißen, ne? Ich glaube, das reicht. Nein, es ist runtergefallen. Scheiße. Ja, egal, komm. So. Aufwerten. Robe. Zack. Dann die Hose. Zack. Und natürlich die Kapuze. Zack. Und dann natürlich die Klamotten an. Ach ja, den Federumhang können wir auch
aufbessern, ne? Federumhang hier. Da brauchen wir 9. Und was würde sich erhöhen? Wahrscheinlich auch nur die Rüstung, ne? Rüstung 3. Rüstung 4, come on. Ja, die Haltbarkeit, okay. Erhöht sich um 50. Das Gewicht bleibt gleich. Schwach gegen Feuerresistenz. Ja, der Rest bleibt genau gleich, ne? Dann können wir uns das sparen. Dann lasse ich das erstmal. Ich packe hier den... Halt! Der Stoff, der hier unten liegt, der wird nicht despawnen. Deswegen hole ich den mal kurz hoch. So. Und ich habe auch aufgeschrieben, kochen. Würde ich aber tatsächlich erstmal noch lassen. Bis, keine Ahnung, das ein bisschen weiter vorangegangen ist. Aber mir fiel auch noch was dazu auf. Und da würde ich mich gleich drum kümmern. Einen Moment, ich gehe mal kurz hier hoch. Rein damit. So. Außerdem, obwohl die Krone können wir erstmal anlassen. Damit wir ein bisschen Licht haben. Würde ich mal kurz das hier unten mit den Erzen nochmal machen. Einmal aufsammeln. Reinpacken. Die ist natürlich voll, deswegen packe ich die mal hier hin. Und wir machen noch eine Fuhre an, damit das hier schön weiterläuft. Denn wie es aussieht, werden wir davon sehr, 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 sehr viel brauchen. Sehr gut. Also nicht, dass wir sehr viel brauchen müssen, aber dass wir so viel davon herstellen können, ist sehr gut. So, rein damit. Zack. Und dann warten wir natürlich noch den 20. ab. Und hier habe ich mir überlegt, das haben wir ja vor Ewigkeiten gebaut. Und das ist ja auch schön und gut und das hat natürlich auch irgendwo einen emotionalen Wert und so weiter. Aber ich finde, hier könnten wir mal umdekorieren. Erstens das hier unten und zweitens dieses da. Und zwar mit Grausten. Dachte ich mir. Probieren wir mal ein bisschen rum. Hier bei Marmor nehme ich mir mal ordentlich was mit. So. Da packe ich mal die Hälfte raus, damit wir nicht überladen sind. Huch. Ah gut. Passt so. Dann gehen wir nach unten. Und ich würde sagen, ich reiß mal hier kurz ein paar von den Dingern ab. Wir können die hier bauen, ne? Da oben ist ja eine Workbench. Ich glaube, hier drin habe ich eine Dingens-Workbench gebaut. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann mache ich die hier mal kurz weg und baue hier mal die stattdessen rein. Da wollte ich mal gucken, wie das aussieht. Oh, na klar, wir sind überladen. So. So und so. Sieht besser aus, ne? Oh ja. Also am Rand finde ich es geil. Das macht es so düster. Aber hier in der Mitte? Oder? Ja, das mache ich. Let's go. So. Einmal alles weg. Das können wir auch gerne so lassen, weil das finde ich passt so zu diesem, ne, zu diesen Dingens. Wie heißt es denn? Ne, mit diesem, mit dem Eiter und dem ganzen Kram, das passt so zu diesen, verdammt, was ist der Begriff? Zu den Nebellanden, das meine ich. So. Mistlands. Dieser Begriff hat mir gefehlt. So, dann hier. Ja, das sieht viel besser aus, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Wir könnten doch theoretisch versuchen, den zu bauen. Ach so. Ja, ist ja das Gleiche. Ja, was? Ach so, der kostet weniger Grausten. Ja, dann mache ich doch die hier hin. So. Hier. Ja. Sehr gut. Zack. Dann hier dran. Hier dran. Die hier weg. Den und den und den großen hier rein. So, nämlich. Das finde ich sieht schon richtig gut aus. Aber das war's noch nicht. Ich packe mal kurz die hier hin. Sammeln mal den Marmor auf. Wahrscheinlich sind wir trotzdem überladen, ne? Weil es zu viel ist. Ja, fast. Ich schmeiß mal Grausten dahin. Sammel das auf. So. Dann glänzt hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Ich schmeiß mal das, das und das dorthin. Dann nehmen wir die hier auf, weil das hier in der Mitte sieht zwar auch ganz cool aus, ja, aber ich will es anders haben, weil hier haben wir doch jetzt mit den, ah ja, das kann auch weg, da mache ich lieber nochmal so eine rein, so. So, und jetzt haben wir hier diese Schüssel und die möchte ich ganz gerne wieder umbauen, so wie wir das eben gerade auch schon hatten, nur ein bisschen anders.
Und zwar würde ich mal... wo haben wir sie denn? Hier mit diesen Säulen arbeiten. Ne? Das bietet sich doch an, oder nicht? Ach so. Bappen die an. Hä? So bappen die an? Okay, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Warte mal. Wenn ich so mache und drehe... Gibt es hier einen Anknüpfpunkt? Nee, ne? Wenn ich den hier hin mache und hier gegen. Das geht. Warte mal, warte mal. Dann mache ich mal... So. Und dagegen. Warte mal. Erstmal mache ich die überall. Zack. Immer ins Zentrum. So. Und dann hier gegen. So. So. Hier und... Dort. Das weg. Den weg. Den und den. Oh, ne? Ihr seht schon, wo der Hase hinläuft. Ja, und ärgerlich ist natürlich, dass das hier oben jetzt auch aus Holz ist. Hm, da könnte ich vielleicht ebenfalls irgendwie sowas machen. Hm, warte, 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 warte. Da ist ja sowieso Eisen drin. Das kann ich mal abreißen. Und kann ich das irgendwie machen, dass das... Ja! Oben Zentrum. Aha! Sehr gut. Und dann machen wir das nochmal so. Hm. Das ist sogar die gleiche Höhe, ne? Geil. Das ist ja perfekt. Und dann mache ich mal das Gegenstück jeweils hier oben drauf. So. Aber das war es noch nicht, weil ich finde jetzt, das hier unten sieht irgendwie unschön aus, ne? Dass man das da sieht. Deswegen dachte ich mir, machen wir hier auch noch irgendwo was hin. Hm, was haben wir denn hier Feines? Wir könnten natürlich einfach solche Stufen nehmen. Aber das ist vielleicht ein bisschen boring. Ich könnte mal versuchen, wie sieht denn das aus, wenn man so und so. Nee. Nee. Das nicht. Gab es hier nicht Treppen? Wir haben den hier, stimmt. Aber es gab doch auch die normale Treppe. Die sah doch auch gar nicht so schlecht aus. Die hier. Hm, verstehe. Das ist oben, unten. Hm. Hm. Ich reiß mal den kurz weg und wenn ich den hier hinbaue. So. Ist immer noch zu weit oben, ne? So rum vielleicht. Nochmal Auto. Und probier mal das so da reinzustellen. So in etwa. Ja! Warte mal. Wenn wir das mal machen. Rundrum. Wie sieht denn das aus? Ich mach mal oben, oben, unten, zwei, das. So. So. Und hier, wie sieht denn das aus? Voll geil. Bin ich ehrlich. So, und hier mache ich den wieder so ran. Hm, hm. Schick, schick. Da sieht man sogar noch ein bisschen die Schüssel. Da könnte man eventuell... Wo haben wir es denn? Ach stimmt, in der Mitte könnte man auch stattdessen einfach die dicke Säule nehmen, ne? Als Kontrast zu den anderen Säulen. Ich sammle das mal kurz auf. Oh! Das hätte mich gerade umbringen können. Vielleicht soll ich mal ein bisschen aufpassen. Gut. Zentral. Da, oben Zentrum. So. Jetzt aber schnell, damit es auch hält. Aber ich glaube, das sollte von Eisen gehalten werden. Und hier noch. Der ist es, ne? So. Ist das besser? Ist besser, ne? Ja. Na komm. Nein, nein. Oben eins. Unten Zentrum ist es, ne? Das. Ja, da war er. So. Gut. Und jetzt wird es ein bisschen nervig, weil da haben wir ja unsere ganzen Konstruktionen drauf. Und dabei würde ich es eigentlich auch belassen wollen. Aber
Ich würde ganz gerne auch dieses Ding da irgendwie versteinern, damit das hier so in den Stein eingeht und dass wir dieses Holz hier nicht mehr haben. Ich frage mich allerdings, wie wir das machen sollen. Wir hätten hier solche Wände natürlich. Ja, das könnte man machen, ne? Sie einfach versteinern. Die werden natürlich nicht halten. Wir müssen das alles stabilisieren, aber was haben wir hier denn sonst noch für Optionen? Man könnte sowas machen, ne? So. Oh. Das sieht ja voll geil aus. Dafür muss ich das allerdings erstmal stabilisieren. Das bedeutet, wir müssen irgendwie hier oben sowas zum Beispiel ranbringen. Nee, nee, warte mal, was mache ich da? Geh nochmal zurück zu Auto und dann irgendwie oben aus. Da, der hier vielleicht. Nee, der ist es nicht. Es muss schon die Mitte sein. So wäre die Mitte. Ah, ich verstehe, weil es ein halber ist. Das heißt, wenn ich hier einen halben so rausgehe, also so mache zum Beispiel, dann bin ich ein... Muss ich so machen, ne? Dann wäre da der halbe. Ich probiere mal. Dann müsste das doch... Ist falsch. Nee, ist falsch. Aber vielleicht ist das auch so gar nicht die beste Lösung. Denke ich gerade. Wie machen wir es schick? Wir hätten natürlich auch noch hier sowas. Ja, könnten das dann irgendwie so machen. Versteinern, aber... Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Außenwand, 1x2, das ist natürlich auch praktisch. Vor allem, weil wir hier ja auch einen halben haben, ne? Shit. Ja, soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Schade, dass es nicht irgendwie was gibt, was so und dann hier oben irgendwie sowas, was ausbreitet oder so. Oh, es ist Nacht geworden. Wisst ihr, was das heißt? Es wird Zeit, auf Jagd zu gehen. Denn, wie ich erfahren habe, spawnen die, wie heißen sie denn? Asquins mit 2 Sternen nur in der Nacht. Und das bedeutet, nichts wie hin da. Wir werden jetzt mal regelmäßig nachgucken, ob dort Asquins rumrennen. Nee, nicht Aschenholz, Teer. Und entsprechend versuchen, welche zu fangen. Ich setze hier mal das Ding auf. Mach so. Und ja, ich würde jetzt natürlich schlafen gehen, aber das kann ich ja leider nicht. Deswegen nehme ich Energieschild. Ich weiß gar nicht mehr, welches Tor es war. War es Notasche 3 oder 2? Ich glaube 2, ne? Da hatten wir das Loch gegraben. Ich gehe mal hin und gucke, ob das Asquins sind. Und gut möglich, dass wir da sterben oder so. Aber ich laufe einfach immer sofort von unserem Turm weg. Dann sollte das eigentlich passen. Also, oh, warte mal, ausgeruht. 8 Minuten gut ausgeruht. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Moment. Weil wenn wir da nachher nämlich einen fangen, können wir uns nicht ausloggen. Dann müssen wir da bleiben. Und da möchte ich gerne so lange ausgeruht sein, wie es geht. Also beeil dich mal bitte mit Ausruhen. Na los! Tu es! Entspann dich mal ein bisschen schneller! Ist absurd, sowas zu sagen. Aber gut. Let's go, würde ich sagen. Wir gehen mal in das Portal 2. Wow, was geht denn hier ab? Oh, falsches. Nein, Valkyrie! Ah, ich gehe ja schon. Scheiße, das war jetzt gar nicht gut. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aua! So. Ich sollte mehr mit Ausweichen arbeiten, ne? Noch eine? Achso, das ist morgen. Oh, scheiße. Soll ich mich umbringen lassen? Was mache ich denn hier? Kaum bin ich hier, geht's schon wieder richtig los. Ich glaube, das wird... Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich werde sterben. So.
Und 7. Und lauf! Nein! Treffer! 8. So. Scheiße, Mann. Ich lauf weg. Das wird zu doof. Das war überhaupt nicht gut. Ich lauf mal hier hinten hin, versuch sie abzuschütteln und gehe wieder durch mein Portal. Oh, der Morgen brennt. Lauf! Weil das schaffe ich nicht. Niemals. Wow! So. Ich bin tot. Tschüss. Das geht ja gut los. Aber das war auch brutal. Na gut, okay, nachts rausgehen, ne? Ich scheiße, ich habe das falsche Portal gewählt. Ich glaube, es war doch Portal 1, ne? Na gut, was soll's. Ich gehe jetzt nicht schlafen, sondern ich probiere es nochmal. Ich gehe gleich wieder rein. Und hol die Sachen wieder und dann probiere ich das trotzdem nochmal zu bekämpfen, weil der Morgan war fast down. Und die Valkyrie war fast down. Tatsächlich. Es waren einfach schon wieder viel zu viele. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin in den Aschenlanden eigentlich bisher so gut wie nie nachts unterwegs gewesen. Und mir ist schon aufgefallen, dass wenn wir nachts unterwegs sind, ja doch schon die Nachtpatrouillen eine ganze Menge ausmachen. Also brauche ich mich eigentlich nicht wundern. Dass das eben gerade viel zu viel war. Oh! Dann hau ich mir hier noch ein Fleischding rein. Hier so ein Nebelhase Deluxe, komm. Let's go! Und außerdem hier so ein Heiltrank. Was haben wir hier noch? Ja, hier so ein Ausdauerding ins Trank, komm. Let's go! Und wir gehen wieder rein und probieren es nochmal. So, bitte nicht irgendwie direkt angreifen, das wäre sehr nett. Da bin ich gestorben. Da? Habe ich ja voll die Orientierung verloren. Okay, dann gehe ich mal vorsichtig runter. Da sehen mich schon Feinde. Ich laufe mal hin. Lauf, 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 lauf. Go, 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 go. Und zack. Und Klamotten an. Aua. Scheiße, unterbrich mich nicht. So, und noch den Gürtel. Na komm. So. Sehr gut. Down. Hier liegt Loot, Vulkangeier und so weiter. Vielleicht auch die Federn von dem Vieh eben gerade. Nein, leider nicht. Da ist er. Der ist doch fast down. Komm, den machen wir platt. Tschüss. So. Und ihr wollt es wissen. Ja, der hat wieder einen Stern. Der ist fast down. Tschüss. Gebt mir auf jeden Fall die Federn. Wo auch immer sie sind. Ah, ich hab sie. Gut. Und ja, der da. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ah, Aspen. Der ist nicht eine Frage der Zeit. So. Ja, jetzt hänge ich hier, ne? Toll. Wollte eigentlich auf Asquin-Jagd gehen. Das sollten wir uns vielleicht merken, dass wir nicht über dieses Portal gehen. Oh Mann. So, Asquin, dich will ich haben, wegen deinem Loot. Komm mal bitte her. Wegen deines Loots. Entschuldigung. So, despawn mal bitte. Verkohlter Schädel? Da lag ein verkohlter Schädel. Ich glaube, den muss ich mitnehmen, oder? Oh, Digis. Geht mir nicht auf den Zeiger. Da ist der Morgan. Der war auch fast down. Was nicht heißt, dass er nicht auch mich down machen kann.
So. Oh, komm schon. Oh, jetzt kommt hier noch ein Asquin. Och, Mann. Willkommen in den Ashlands. So. Ich lauf mal weg. So, der ist schon mal down. So. Aua. Shit, hat er mich noch getroffen. So, na also, her mit deinem Stuff und ich zieh weg hier. Und dann stell durchs andere Portal. Oh, ja, die Sachen schmeiß ich vielleicht erstmal ins Lootloch. Ist ja dann doch wieder ein bisschen was zusammengekommen. Huch. Naja, gut, okay, das waren auch gerade schon wieder zwei Elite-Gegner. Nein, es ist Tag. Gut. Ich glaube, ich mache mir mal ein Schild. Aber ich bin ganz ehrlich, eigentlich ist es gut, dass es jetzt Tag geworden ist, weil stellt euch vor, wir wären jetzt eben gerade durchs andere Portal gegangen und hätten ein 2-Sterne-Dingens gefunden und wir sind kurz davor, ihn in dieses Loch zu locken und dann wird es Tag und er haut ab, ne, weil dann despawnt er ja, also er rennt dann ja weg und despawnt, wie Wölfe ja auch, ne. Das wäre ja hochgradig ärgerlich gewesen, Laggedy-Lag, vielen Dank. Gut, ich hole mal kurz Holz und zwar 2 Stück. Und eine Kohle. Wow! Huch! Das war schon wieder ein unnormaler Lag. 12,3 Sekunden. Willst du mich verarschen? Oh Mann. So, wir nehmen mal eine Kohle raus. Damit wir den gleichen Fehler nicht nochmal machen, gehe ich jetzt mal kurz gucken, in welchem Portal das war. Was? Es war doch Portal 3, oder? Portal 1, Portal. Ich bin vollkommen durcheinander. Keine Ahnung. Ja, hier war's. Gut. Alles klar, gut. So. Huch, nein, das war die falsche Taste, egal. 5. Schild. Hier. Und das mache ich mal hier oben dran. Damit wir wissen, wo wir reingehen müssen, wenn wir Asquins jagen. Mach mal so. So. Und. Hashtag FF. Zack. Asquin. Jagdrevier. Jagdgebiet, nenne ich es mal. Asquin Jagdgebiet. So, sehr gut. Da wissen wir Bescheid.